sagen, ich glaube, jeder von uns ist froh, dass er jetzt ein bisschen aus der Kälte raus ist. Wir haben wunderschönes Wetter wie heute, schöner Sonnenschein. Und also im Moment echt Top-Bedingungen und so kann man sich auch auf die Rückrunde vorbereiten. Feyenoord ist bekannt, aber man muss auch sagen, wir haben heute gut dagegen gehalten. Wir haben die ersten 10, 20 Minuten nicht so wirklich einen Zugriff gekriegt. Da haben wir auch schon die ersten beiden Gegentore bekommen. Man hat auch teilweise schon den Klassenunterschied gesehen, doch ich finde, wir hatten in manchen Situationen gut Zugriff und haben auch teilweise gut gestanden. Bei dem ersten Tor, was ich mache durch Lore, wo Lore halt wirklich schnell schaltet und einen super Diagonalpass spielt, den ich halt auch wirklich gut mitnehme, den dann auch nochmal einen Körper reinschiebe und dann unten links reinhaue. Und ja, beim zweiten schaltet er auch wieder blitzschnell mit seinen langen Einwürfen und da verschätzt sich so ein bisschen der Innenverteidiger, aber Burak haut auch lässig unten rechts in die Ecke. So wie ich verstanden habe, werden wir jetzt morgen einmal noch kurz trainieren, kurz auslocken und dann den Nachmittag frei haben und dann weiterhin vorbereiten aufs nächste Spiel gegen Winterthur. Und ja, wie gesagt, dann fangen wir schon in 2 Wochen wieder an mit der Liga und das ist das Augenmerk, worauf wir uns jetzt konzentrieren.